Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season 3 und in Interlagos, einer unfassbar geilen Strecke hier im Herzen von Brasilien. Es hat immer wieder Spaß gemacht und ich werde heute wie immer alles geben. Und ich weiß natürlich, nach dem letzten Rennen ist Charles Leclercs Vorsprung auf einen Punkt geschmolzen. Und wenn es gut läuft, könnten wir heute die WM-Führung übernehmen. 4,3 Kilometer, 15 Kurven und zwei DS-Zonen. Das Layout ist perfekt, wie für unser Auto angepasst. Das macht unheimlich Spaß, hier zu fahren. Und ich glaube, das könnte euch heute unser Auto ziemlich gut liegen. Valtteri Bottas führt aktuell den ersten Platz an. Aber unser Finale Run, wir werden vorlegen. Also ist natürlich jetzt blöd, denn ja, wir haben natürlich jetzt so ein bisschen die Bugkarte, denn jeder kann sich nach uns noch verbessern, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Erste Kurve, Senna ist Poller Exit, der war gut. Da finden wir fast zwei Zehntel und die Stärken von unserem Auto liegen eindeutig im Mittelsektor, denn das sind so viele Kurven, wendige Kurven, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Stärke des Audis, die Wendigkeit. Jetzt hier diesen Berg rauf, die ist unheimlich schwierig zu fahren, diese Kurve. Ja, wir werden mit Traktionskontrollmittel KI auf 95 und selbst schalten und natürlich auch selbst bremsen, also dass wir das mal geklärt hätten. Die Kurve, oh, die war erst nicht so gut, da habe ich auch ein paar Zehntel liegen lassen. Jetzt geht's hier rauf, das ist genau diese Sektion, die ich gemeint habe. Alles perfekt gelaufen, eine halbe Sekunde gefunden und das ist Purple im besten Sektor für unser Auto. Jetzt der letzte, der Exit war auch ordentlich, wir verlieren da keine Zeit, wir gewinnen sogar noch ein bisschen. Hier die Kurve auch noch gut mitnehmen, rechts neige ich immer dazu ins Gras zu kommen. Dieses Mal auch nicht der Fall. Knappe 6 Zehntel machen wir gut, dass wir diesmal Sprintrennens anschauen. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Bottas, Sainz, Perez, Verstappen, Hamilton, Stroll, Norris, Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Albon, Doohan, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Magnussen, Liam Lawson, De Vries und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und die Runde war gut genug. Wir starten aus der ersten Startreihe. Es hat nicht ganz für George Russell gereicht, aber ich glaube, wir hatten den besten Ausblick hier. Wir sehen nämlich niemanden vor uns. Das war schon lange nicht der Fall. Und Russell verkackt den Start. Wir kommen unheimlich gut weg. Und das war wirklich grottig von George Russell. Der ist gestanden. Wir haben... Was ist hier los, bitte? 7 Zehntel direkt nach dem Start? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Warum sind wir hier so gut weggekommen? Gut, die Antwort kommt jetzt direkt von Russell. Aber wir sind ja unheimlich hier weggekommen. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Ich dachte schon, die haben vielleicht alle einen Motorschaden oder so. Also Halleluja, ja, Russell, du kannst gern wieder den Start üben. Also jetzt ist er mir wieder ein bisschen zu nah. Und guck dich mal die Lücke an. Zu Valtteri Bottas. Was ist hier aktuell bitte los? Also so könnte es wirklich laufen. Leclerc nur auf dem 5. Platz. Sprich, wir würden jetzt schon 8 Punkte holen und Leclerc holt 4 Punkte. Also das ist, das besser wird es einfach nicht gehen. Also natürlich keine Punkte für ihn, aber das will ich ihn auch nicht gönnen. Ich will einen fairen WM-Fight bis zu eigentlich zum letzten Rennen. Aber wenn du so ein Auto hast wie ich, musst du wirklich auf alles hoffen, denn im nächsten Rennen kann schon wieder alles anders sein. Und auch im Hauptrennen kann wieder alles anders sein. Leclerc kann hier wieder dominieren und wir schauen durch die Finger. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie verschreien, aber es kann natürlich sein. Fürs Rennen, das noch geiler wird, ist Regen angesagt. Das kann auf jeden Fall heiter werden. Und wir können hier auch ein bisschen George Russell Parole bieten. Also bis jetzt kam kein Angriff, ist natürlich auch noch kein DRS enabled, aber wir sind doch schon 2,5 Sekunden von den Ferrari-Jungs, beziehungsweise von Leclerc weg, auch 2 Sekunden jetzt von Carlos Sainz. Und das ist natürlich top. Bottas auch wieder hier, ist natürlich nicht gut für unsere Konstrukteurs-WM. Ich denke mal auch, dass wir da festgefahren sind auf den 4. Platz. Also da werden wir nicht weiter nach oben kommen. Hier gucken wir uns nochmal die Start-Replay an und die ist wirklich, ja, ernüchternd. Alle vorne.
Also der Ferrari ist gut weggekommen, aber der Rest ist gestanden. Das ist einfach nur bitter. Dieser Start, das war eines der einfachsten Sachen, die ich jemals erlebt habe. Und das auf diese Schwierigkeit. Also hätte ich mir nicht träumen lassen. Wirklich, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Hier Runde 1 war dann natürlich George Russell wieder dran. Denn er hat einfach eine unfassbare Pace auf den Geraden. Jetzt haben wir ein bisschen uns Luft verschafft. Hier in Runde 3 sind es eine halbe Sekunde. Da rauskommen und ja, Startziel wird schwierig werden. Der DRS ist schon aktiviert und wenn der Exit nicht sitzt, wird Russell vermutlich gute Karten haben, wenn nicht auf dieser Geraden nach dem Senna S uns irgendwie ja anzugreifen. Und jetzt hier durch, ja, das könnte noch reichen. 2/10 sind es zwar nur noch, aber es ist auch kaum mehr Platz hier. George Russell, schnellste Rennrunde, GG Bro, GG. Aber wir holen hier auch bisschen Zeit raus beim Senna S. Das könnte reichen noch, um uns hier am Leben zu erhalten. Die ganze Runde kann man ja dann eh nicht überholen. Wir konnten uns immer noch hinten vorne halten. Vierte Runde haben wir aktuell und das ist wirklich eine Meisterleistung. Es wäre natürlich jetzt auch nicht allzu schlimm, wenn uns George Russell überholen würde. Aber natürlich wäre es noch cooler, hier diesen Sprintsieg einzufahren. Müssen wir halt gucken. Also es kann alles passieren, da bin ich mir nahezu sicher. Es ist, ja, cool, eine 6/10 hier gefunden. Der Exit hier muss wieder sitzen. Und das macht er auch. Wir haben hier die 5,5/6 gut gemacht. Das ist natürlich jetzt eine lange DRS, ja, Distanz bis zur ersten Kurve, aber die konnten wir bis jetzt immer gut abdecken und das ist auch jetzt der Fall. Diesmal rückt er auf 0,1 Zehntel hier dran und das ist dann wirklich, also auf 1/10 Sekunde, da musst du halt wirklich einen guten oder einen exzellenten Exit aus dem Senna S haben und den haben wir auch. Jetzt sticht hier zweimal rein, aber ist klar, er signalisiert so, hallo, ich bin auch da. Das ist mir alle, aber ehrlich gesagt, mal fürs Kurze echt egal. Wir gucken uns mal U-Replays an und das ist schon ein enormer Abstand, den ja gerade wir beide hier auf den Drittplatzierten haben. Da war es noch Bottas, jetzt ist es Carlos Sainz, der hat doch schon ein bisschen aufgeholt. Das fällt auch auf jeden Fall auf. Da quetscht er sich noch durch, aber noch nicht mit einem Riesenerfolg. Es ist auf jeden Fall aufzufallen, dass Bottas hier auf jeden Fall der Bremsklotz ist. Der hat über 3 Sekunden den Leclerc abgenommen und jetzt ist er schon durchgereicht worden auf dem 5. Platz. Kein Plan, warum der so langsam ist. Normalerweise ist er eigentlich ein richtig Top-Fahrer, unfassbar schnell. Und wir hatten auch schon leider das Vergnügen, das ein oder andere Mal gegen ihn fahren zu müssen. Und ja, da war er eigentlich immer on point. Da war immer da und da hat er immer gepusht und immer eine unfassbare Biss. Falls ihr das Rennen gestern verpasst habt, verpasst habt in Mexiko, das Rennen hatte es unnormal in sich und ich musste wirklich aufpassen, dass wir da nicht den Überblick verlieren. Also schaut da unbedingt gern vorbei, oben rechts ist das Video verlinkt und wir kommen hier allmählich, ja, in Feierlaune, denn wir haben es aus dem Sekundenfenster geschafft, ab und zu mal. Jetzt ist Sainz und Russell vorbei, das ist eine interessante Sache, die hier passiert, das sprich, Sainz wird vom 2. Platz starten. Ist jetzt nicht so das, was ich mir gewünscht habe, aber ja, ist jetzt eigentlich egal, ich mache den auch platt, also das ist mir egal. Eins ist klar, hier gucken wir uns noch einmal diese Sache an und ich habe, glaube ich, viel zu spät realisiert, dass der links überholen will. Hab dann links gemoved, ja, guckt euch das an, da bin ich viel zu spät am Moven. Da habe ich ihn aber dann auch, wie ich es gemerkt habe, Platz gelassen. Hat auch ganz gut funktioniert. Und wir konnten uns da noch vorne halten. Das Gute ist natürlich, dass Sainz ab diesem Moment dann auch schon da war und wir ein bisschen Ruhe bekommen haben. Sainz konnte sich auch absetzen. Der ist noch unnormal nah hier dran gekommen. Russell anscheinend die Reifen jetzt komplett durch und wir werden hier zum Sprintsieger erklärt. Ich freue mich extrem, denn das ist wirklich ganz wichtig. Ein Schritt in Richtung Weltmeisterschaft. Und mit diesem ersten Platz übernehmen wir auch aktuell vorerst mal die Führung in der Weltmeisterschaft. Aber jetzt gucken wir uns mal die volle Startaufstellung an. Wo werden unsere Rivalen starten und vor allem auch, wo wird Lando starten?
Aber noch wichtiger natürlich der dritte, denn dort wird fast die ganze Zeit Vollgas gefahren und am Ende vor dem Senna S ist die beste Überholmöglichkeit der Strecke. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Leclerc, Verstappen, Bottas, Perez, Hamilton, Stroll, Norris, Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Tsunoda, Hülkenberg, Doohan, Albon, Joe, Liam Lawson, Sargent, De Vries und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Da sind wir also nun in der Startaufstellung und ja Leute, von ganz vorne aus wird's losgehen. Let's go, lights out, und wir kommen wieder unheimlich gut vom Fleck weg. Und das macht mir ehrlich gesagt sehr große Angst, wobei jetzt ist der Start eigentlich okay verlaufen. Wir konnten sehr gut wegkommen und sind jetzt nochmal führend. Da Leclerc, boah, der hat einen Bombenstart, der ist jetzt einfach zweiter Platz und ja, das ist natürlich nicht das, was ich mir erwartet habe, aber man weiß natürlich nie, Ferrari kann eigentlich alles passieren und ja, da werde ich mich jetzt noch nicht festlegen drauf, dass der heute auch als zweiter ins Ziel kommt. Ich bin natürlich auch nicht hier fix, dass ich erster werde, das ist ganz, ganz klar, also man darf niemals nie sagen und ich darf auch gar keine irgendwelchen Vermutungen hier aufstellen. Wir sind jetzt hier, aktuell mit einem komfortablen 7/10 Vorsprung und werden auch als Führende über die Ziellinie gehen. Nach Runde 1, 25 Runden sind zu gehen und irgendwann im Rennen wird es dann auch zu regnen beginnen, was das Ganze natürlich noch viel interessanter machen wird, denn ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt die beste Entscheidung war, da mit dem roten Reifen ins Rennen zu gehen, denn wenn ich gelb genommen hätte, wären wir, da sticht Leclerc schon einmal rein und sagt ja, grüß Gott, ich bin auch hier und ja, das könnte, scheiße, das ist gar nicht gut, dass Leclerc hier richtig, richtig am Angreifen ist. Der will das, der weiß natürlich, er hat wertvolle Punkte verloren. Gucken wir uns die Start-Replay noch einmal an. Und da hatte Leclerc wirklich einen Top-Start. Der ist da einfach an allen vorbeigegangen. Und dann hier innen am Teamkollegen auch noch in Turn 1. Das ist wirklich, wow. Tolles Manöver. Naja, Sainz wollte sich das nicht gefallen lassen, aber Leclerc wirklich wie eine 1 hier einfach vorbeigefahren. Das ist, das nenne ich mal ein Top-Job. Wirklich sehr, sehr toll gefahren. Und wirklich ein guter Start, der will auch den Titel auf jeden Fall. Nicht so wie letzte Season, da gefühlt schon bei der Hälfte des Rennens oder bei der Hälfte der Season schon alles entschieden war. Hier haben wir dann noch einmal diesen Einstecher. Da hat er auch, der wollte den gleichen Move wie gegen Sainz machen, hat ihn nicht ganz durchziehen können. Und da bin ich auch froh drüber, denn wenn der den da durchzieht, da bin ich, ja, Geschichte. Gut, vierte Runde. Leclerc jetzt mal Gott sei Dank aus dem Sekundenfenster draußen. Und ja, das schaut auch so ein bisschen aus, als ob wir das Ganze hier heute managen könnten. Also wir könnten das vielleicht sogar endlich ins Ziel schaffen. Endlich hier mal nicht jede Runde in Bedrängnis zu kommen, jede Runde irgendwie angegriffen zu werden. Naja, da kommt er wieder näher dran, weil ich mich auch hier leicht verbremse. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht ist da heute tatsächlich der Sieg drinnen. Wenn später zu dem Regnen beginnt, haben wir auch die besten Karten, was schnellste Rennrunde entspricht, denn die haben wir auch aktuell und ich glaube auch auf diesen Stint wird die keiner mehr schlagen können. 1,4 Sekunden und das ist halt jetzt so ein bisschen dieser Punkt im Rennen angekommen. Da musst du halt eher gucken, dass du immer die Pace hältst, keine Fehler machst. Das ist so ein bisschen dieser Management-Punkt angekommen, falls du wisst, was ich meine. Du musst halt wirklich schauen, dass du ja gegen die Konkurrenz einfach bestehen kannst. 1,1 Sekunden, jetzt ist er wieder näher dran gekommen. Es sind halt immer diese Geraden, diese Full-Speed-Passagen, wo halt die Konkurrenz leider viel, viel besser ist als wir und wo wir einfach ja leider noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Das ist leider ganz,
Ja, das ist halt leider so. Ja, jetzt sind wir Gott sei Dank auch wieder hier ein bisschen weiter weggekommen. Es ist immer so ein bisschen dieser Mittelsektor, der uns hier, ja, den Arsch rettet. Denn wenn der nicht wäre, dann wäre vermutlich die Konkurrenz viel, viel näher dran und wir könnten hier einpacken gehen. Das ist aber gut so, denn das will ich auch nicht. 1,3 Sekunden, Sainz hat mittlerweile Leclerc überholt und ja, das schaut mir auch so, als ob es bald zu regnen beginnt. Also es ist schon ganz dunkel geworden und ja, es fällt mir halt auch auf. Auch du musst zwar ein bisschen pushen und so, aber es fällt halt auch auf, wenn es dann auf einmal am Horizont ein bisschen dunkler wird. Und so ist es auch zugezogen. 1,2 Sekunden. Ich bin wirklich heute auf einer Augenhöhe mit den Ferrari-Jungs. Die anderen sind ein bisschen langsamer. Die Ferrari-Jungs, die challenge mich ein bisschen. Denn die hinten zu halten und wirklich auf so einer langen Distanz, das wird noch ein schwieriges Spiel werden. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ja, 1,3 im Mittelsektor, wie gesagt, guckt euch das an, 1,2 und jetzt dann diese 2-3 Kurven, da sind es immer diese 3 Zehntel, die wir dann aufholen, die uns dann all in all auf der Start- und Zielgeraden zum Sieg verhelfen. Also halt zum Überleben verhelfen. Und ja, da bin ich auch wirklich echt froh drüber, dass wir gerade in diesem Mittelsektor so gut sind. 10. Runde mittlerweile, 15 sind es noch zu gehen. Jetzt sind wir in der 11. Runde und ja, es ist leider passiert, dass Sainz im... Es beginnt zu regnen, Leute. Es beginnt zu tröpfeln und das könnte wirklich jetzt sehr dumm sein. Ein sehr blöder Zeitpunkt, denn ich dachte mir jetzt zu dieser Runde in die Box und jetzt ist halt Leclerc, Sainz im DS-Fenster und wir müssen draußen bleiben und warten, bis es dann, ja, nass genug ist, um auf die Intermediates zu gehen. Das ist scheiße gelaufen. Das ist wirklich ganz, ganz blöd. Aber schlimmer hätte es noch laufen können. Denn wenn ich da vor einer Runde oder vor zwei reinkomme, verliere ich das komplette Rennen. Also das ist schon gut, dass wir da abgewartet haben und nicht hier voreilig ins in die Box gegangen sind. 7 Zehntel, ja, es ist halt ein bisschen schwierig mit TSC-Mittel, denn die Konkurrenz kennt da halt keinen Unterschied. Die werden da gnadenlos sein, die kennen da direkt die Bremspunkte und so. Ich muss mir das, oder halt auch direkt so, wie stark man ins Gas gehen kann. Ich gehe hier rein zeitgleich mit Carlos Sainz. Leclerc kommt auch rein, das spricht, er wird unnormal viele Plätze verlieren. Aber George Russell macht hier einen Riesenfehler. Der fährt weiter und das kann wirklich bitter werden. Das ist wirklich echt schlecht, auch für Stroll und Verstappen wird das, glaube ich, kein gutes Ende nehmen. Das ist echt nicht gut, dass die da weitergefahren sind. Und Gott sei Dank hat es die Box hinbekommen, keinen irgendwie Stop hier, kein Reifen gehakt oder so. Wir sind knapp vor Carlos Sainz rausgekommen. Und knapper hätte es, glaube ich, nicht sein dürfen. Und ja, 12 Sekunden sind es nur noch auf Stroll. Das bedeutet, der hat da wirklich sich verspielt, verzockt. Der wird da auch Verstappen und Russell, die haben ihre Chance vertan. Die werden da vermutlich jetzt vieles an Zeit und Plätze verlieren. Jetzt waren die auch in der Box drin. Wir sind auf dem ersten Platz, auch im Bedrängnis ein bisschen von Sainz. Der hat die Bedingungen, glaube ich, besser im Griff wie ich. Und ja, Leclerc ist am Arsch daheim. Der hat es verkackt. Der ist da nach Bottas, nach Perez, irgendwo im hinteren Mittelfeld, Sechster oder so. Und der hat seine Chance. Er hat es zwar gut gemacht, denn wenn er noch eine Runde draußen geblieben wäre, wäre der irgendwo ganz, ganz hinten. Aber ja, so hat er auch die Chance aufs Podium vertan und schenkt uns hier wirklich wertvolle Punkte. Sollten wir natürlich ohne Probleme durchkommen, ohne Spin, ohne irgendwas, haben wir heute so gut wie eine Hand am Weltmeisterpokal. Das muss ich zugeben. Da hatten wir heute mehr Glück als Leclerc und, glaube ich, auch den richtigen Riecher, den richtigen Zeitpunkt in die Box zu gehen und ja, nicht meinen Konkurrenten oder meinen Teamkollegen vorne zu haben. In Ferrari-Sicht kann ich es nicht ganz verstehen, denn ich hätte for real Leclerc den Vortritt gegeben, hätte gesagt,
Sainz lasst Leclerc vorbei oder so. Denn Sainz hat jetzt nicht mehr die ganz großen Mitspracherechte in der Weltmeisterschaft. Und gerade, dass man da trotzdem loyal oder so bleibt, das ist für mich an der falschen Stelle. Denn da kannst du nicht, wenn es um die Weltmeisterschaft geht, gerade um die Fahrerweltmeisterschaft, wenn man einem Fahrer so stark helfen kann, dann sollte man das auch machen und nicht irgendwie da den anderen bevorzugen, wenn man loyal sein will. Ferrari war das auch früher nicht und ich glaube, die sollten das jetzt auch nicht anfangen. Egal, wir kommen hier nicht weg von Sainz, der drückt ja noch Hamilton, natürlich ein guter Regenfahrer, ein exzellenter Regenfahrer und die kommen näher auf jeden Fall und da müssen wir halt ja aufpassen, schauen, dass da jetzt gerade keine Fehler drin sind. Eine Zehntel, ach du Scheiße, eine Zehntel. Das ist wirklich ganz knapp. Also ich bin echt froh, dass die VSC, ich bin froh, dass wir kein DRS mehr haben, sonst wäre der auf der Geraden echt weg. Also sonst wäre der da vorne. Jetzt geht es in die 20. Runde von 25. Es hat sich ein bisschen beruhigt, 6 Zehntel sind sie jetzt, der Vorsprung hier wieder leicht verbremst. Es ist schwierig und gelb ist da hinten. Es hat sich einer gespinnt. Es ist Valtteri Bottas. Oh, da gibt's Red Flag. Da gibt's tatsächlich die rote Flagge. Und wenn wir uns den Crash angucken, werden wir eines auf jeden Fall sehen. Wir gucken uns mal an, was hier für Strategien drin sind. Slicks? Nein. Es wird noch stärker, also war noch stärker. Also da gehen wir einfach auf einen frischen Satz Inters. Das wird auch ein interessanter Sprint, 22. Runde. Und ja, da freue ich mich drauf. Jetzt gucken wir uns auch mal an, was hier passiert ist. Und es ist 1:1 der gleiche Spin wie bei Charles Leclerc in der Vorseason. 1:1. Er hat natürlich jetzt die Ausrede, dass es die nassen Bedingungen sind. Bei Leclerc war es damals im Trockenen. Aber das ist wirklich sehr random gekommen. Freue mich natürlich, denn wir hatten sowieso keinen Vorsprung. Und jetzt haben wir nur einen frischen Satz roter Reifen. Wir kommen besser weg als Carlos Sainz Junior. Aber nicht viel besser. Wir kommen hier als Erster in die erste Kurve. Und das ist wirklich unfassbar schwierig, bei diesen Bedingungen durchzuhalten. Jetzt die Senna S Exit-Kurve. Und die läuft. Die läuft unheimlich gut. Und wir bleiben hier vorne mit einer halben Sekunde Vorsprung zu Carlos Sainz und Sergio Perez. Lewis Hamilton, Leclerc hat dadurch unnormal gewonnen. Der ist jetzt fünfter Platz, hat sich dadurch natürlich vieles an Plätzen, hat dadurch vieles an Plätzen gewonnen, weil er Bottas am Anfang sich weggespinnt hat und mal einen kleinen Stau gestartet hat. Für Leclerc ist das wirklich top gelaufen, auch wenn er da heute all in all trotzdem 11 Punkte verliert. Und wir einen ganz, ganz großen Schritt in der Weltmeisterschaft in Richtung ersten WM-Titel machen. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Das ist toll. Das ist wirklich gut und das freut mich extrem. So, wir sind jetzt hier in Runde Nummer 23. Jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an vom Sprint vorhin. Von der Red Flag. Und ja, auf jeden Fall zu sehen ist, der Red Bull ist sehr super weggekommen. Der war da außen fast an Carlos Sainz vorbei. Ich glaube, das ist eben Max, der ist ja auch ein... Oder ist Perez. Perez, ja, die zwei scheinen sich hier uneinig gewesen zu sein und wir sind jetzt hier bereits in der letzten Runde. Es sind 6 Zehntel Vorsprung zu Carlos Sainz Junior. Perez ist auch mit dabei und Leclerc hat ein bisschen abreißen lassen. Der ist nur noch mit 2,8 Sekunden. Da häkelt er ein bisschen hinterher. Wir können... Da ist noch einer in der Box. Was macht er jetzt in der Box in der letzten Runde? Kommt aus der Box raus. Ich glaube, das Rennen ist durch. Das Rennen ist auf jeden Fall für ihn durch. Und wir werden hier mit diesen Bedingungen tatsächlich holen wir uns den Sieg. Wir gewinnen
den großen Preis von Brasilien. Wir holen uns den Sprint, die Pole. Und jetzt, nein, es ist nicht ganz die Pole, denn wir waren nur Zweiter. Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Das ist wirklich ein Top-Ergebnis und ja, zu einem Zeitpunkt, wo wirklich alles gut gelaufen ist. Wir machen hier 19 Punkte auf Charles Leclerc gut und wenn das nächste Wochenende ähnlich gut verläuft, können wir bereits im vorletzten Rennen in Portugal, wird das sein, Weltmeister werden. 18 Punkte haben wir jetzt Vorsprung und das, obwohl wir ins Rennen gegangen sind, ins Wochenende mit einem Punkt Rückstand. Also für Leclerc hätte es nicht schlimmer laufen können und für uns, glaube ich, nicht besser. Wir sind immer noch vor McLaren der Konstrukteurs-WM und das möchte ich auch ins Ziel mitnehmen. Der vierte Platz ist unser Ziel, ist mein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und das sollten wir hoffentlich auch schaffen. Also das muss drin sein. Da müssen wir einfach ja, uns zusammenreißen. Das sollte, glaube ich, das sollte drin sein. Hoffentlich. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber McLaren ist halt wirklich stark und wir haben auch gesehen, ja, Bottas hat heute auch ein bisschen geschwächelt, das kann in Portugal wieder alles anders sein und Saisonfinale ist tatsächlich in Las Vegas, also ich glaube ein besseres Finale kann man sich nicht vorstellen. Wir haben auch für die nächste Season viel vorbereitet, also gerade hier, ich habe fast alle Upgrades schon gebracht für die nächste Season. Was ist mit alles vorbereitet? Und ja, wie gesagt, Konstrukteurs-WM ist, glaube ich, auch schon durch. 100 Punkte werden wir nicht auf Mercedes in die letzten zwei Rennen gut machen. Ich glaube, das ist rechnerisch auch gar nicht mehr möglich. Und deswegen würde ich sagen, es wird alles Gott sei Dank gut verlaufen. Und für heute soll es mal gewesen sein. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst gerne ein Daumen nach oben, dann schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Vielen, vielen Dank. Morgen oder übermorgen geht es hier weiter und später auf TikTok und